Hallo und herzlich willkommen zum Eurotruck Simulator 2. Wir sind dabei, Geld zu verdienen. Was auch sonst. Überall in der Welt muss man Geld verdienen. Übrigens, hübscher Scania, ja, den kaufe ich mir. Was haben wir? 31.919 Euro. In der letzten Folge wurden wir mal wieder geblitzt, haben einen Unfall. Also das war in der vorletzten Folge mit dem Unfall. Aber dieselbe Tour, ja. Es ist nicht wirklich gut. Wir haben, glaube ich, im Moment keine. Ich möchte einen schnellen Auftrag suchen. Wir gehen mal eben gucken, LKW kaufen, was wir brauchen. Ich habe es schon wieder vergessen. Wenn wir jetzt hier mal bei Scania gucken oder ein Mercedes. Ach Gott. Wollen wir mal einen Scania kaufen? Ja, können wir nicht. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Kennt ihr alles klar? Musste ich lachen. So, 31.000 wird nicht reichen. Wir fahren dann vielleicht demnächst mal beim Auto vorbei. Erstmal gucken wir einen schnellen Auftrag. Wo sind wir eigentlich gerade? Ich glaube, wir sind immer noch in Newcastle, wenn mich nicht alles täuscht. Wo ging das? Mal gucken. Das ist nicht hier oben, ist Newcastle. Newcastle up and fine. So, wir können nach Lüttich fahren oder nach Edinburgh. Das ist doch mal ein nettes, das wird allerdings sehr gut bezahlt. Hier ist natürlich auch eine sehr lange Strecke. Das macht uns ja aber nichts, denn wir wollen das ja, wir wollen ja Geld verdienen, ne? Weil das ist ja langweilig hier nach Rotterdam wieder, das kennen wir ja schon. Dann lasst uns mal nach Belgien fahren, das finde ich gut. Wir nehmen das. Wir fahren nach Belgien. So. Ich dachte, ich kann das jetzt, also wir sitzen im LKW, wenn ich Belgien sage, aber das hat nicht ganz geklappt. Ja. Blöd, aber was soll's. Naja, dann jetzt gleich. Ich sag's einfach nochmal. Belgien! So, jetzt hat's geklappt. Wir machen als erstes mal Licht an. Achso. Oh Gott. Jetzt muss ich einen englischen LKW fahren und völlig auf der falschen Seite. Achso, wir müssen den Motor anmachen, so Standlicht an. So. DRF. Ach, jetzt ist es schön. Shisha schön. Wir müssen mal auf der anderen Seite fahren. Dann machen wir das doch. Wir gucken kurz. Ach, wir müssen da rausgucken. Oha. Da fahren wir aber ein Gerät. Ein Gerät. Wir fahren ein Gerät. So, wo geht's denn hier raus? Da hinten. There hinten goes out. Ich weiß, das war jetzt total beschissenes Englisch, aber was soll's, ne? Wir wollen jetzt hier erstmal gucken, ob wir nicht, so, hier kommt gerade nichts. Das heißt, wir können hier auch wunderbar rüber. Oh, echt ganz schön schwierig, sich hier, Moment, jetzt muss ich echt überlegen. Kommt nichts im Kreisel, dann können wir ein bisschen ausholen hier. Der gibt Gas. Der gibt Gas. Der hat Feuer unterm Hintern, der Wagen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. So genug der blöden Sprüche. Ab jetzt mal. Oh, ich komme voll nicht drauf klar, auf der falschen Seite zu fahren hier. Hoffentlich ist das ein Automatikwagen. Das ist. Oh Gott. Wo ist denn noch da? Jetzt ist doch das Navi natürlich auf der anderen Seite. 48. Ich sehe gar nicht, wie schnell ich fahre bei dem Auto. Ja, doch. Knapp. So, hier ist 30. Hier ist 30. Hier ist, ach so, 30 Meilen. Ja, ja. Mhm. Wobei, letztes Mal. Oh, jetzt kommt er gar nicht mehr in die Pötte. Das müssten ja aber Meilen sein, die ich hier auf dem Tacho habe. Aus diesem Grund ist die 48 wahrscheinlich nicht ganz richtig. Ich würde fast sagen, wir machen das auf Nummer sicher und fahren knappe 30. Bevor wir hier geblitzdingst werden und uns wieder viel Geld von unserem ach so schönen Income, Gehalt, Vergütung, was auch immer, genommen werden. So, wir sind nicht geblitzt worden, scheinbar. So what, dann fahren wir halt weiter. So, hier ist jetzt wieder 80, allerdings weiß ich nicht, ob hier 80, es sind 80 Kilometer, glaube ich, und nicht 80 Meilen. Das da unten müsste aber ein, oder steht da ja doch. Was weiß ich. So, wir müssen geradeaus weiter. Das geht aber, glaube ich, auch auf dieser Spur. Ja. Hier ist gut. Hier hat man nämlich so eine richtig schöne Abbiegespur.
So gehört sich das nämlich auch. So, wir wollen mal blinken. Lässt er mich durch? Alles klar, der lässt mich durch. Das ist wunderbar. Sehr netter Kollege. Ich hoffe, das Ruckeln war jetzt nicht, weil ich den Kollegen umgefahren habe. Dann wollen wir hier mal schön langsam auf die Autobahn gurken. So. Was macht der denn da, der Assi? Der kann doch nicht einfach stehen bleiben da. So ein Hühner... Pieps. Frosch. Ein Hühnerfrosch, wollte ich sagen. So. Wir dürfen 80 Meilen fahren, glaube ich. Dann machen wir das auch. Das ist überhaupt 80? Ich habe keine Ahnung. Erstmal fahren wir weiter geradeaus. Das finde ich ja echt gut, dass hier Abbiegespuren sind. So wie es auf einer richtig guten Autobahn gehört. So. Da geht nicht immer ständig eine Dings ab. So. Weiter hier jetzt. Ich komme voll nicht drauf klar, dass ich auf der falschen Seite fahre. Was ist das da schon wieder? Müssen wir schon wieder runter oder was? Ist hier wirklich 80 Meilen? Na, lange müssen wir hier scheinbar nicht mehr drauf bleiben. Richtung Newcastle müssen wir runter. Naja. Dann brauchen wir gar nicht so viel Gas geben. So. Das geht auch ab hier. Dann sind wir hier jetzt mal Richtung Fähre wahrscheinlich, müssen wir fahren. Uiuiuiui. Da haben wir ein bisschen viel Gas gegeben. Aber es ging. Ich bin da fast nicht. Vielleicht gucke, ob von hier einer kam. So, jetzt sind wir noch 80, warum auch immer. Pfeift eigentlich... Habe ich eine Rückkopplung im Auto oder ist das... Jetzt ist hier nur 80. 80 Meilen, 80 Meilen, das müsste das Äußere sein. Nee, jetzt ist wieder... Also ich bin doch nicht in Deutschland jetzt oder was? Ist hier 75 oder was? Ich habe kein Straßenschild gesehen. Doch, da, nee, das Überholverbot. Ja, sorry. Ja, wolltest ein bisschen Gas geben, ne? Aber war nicht, mein Freund, war nicht. Da war ich schneller. Ne? Nur weil ich einen LKW fahre, musst du ja nicht meinen, ich fahre hier mit 10 km/h lang. Was ist hier? 30. Dann wollen wir auch mal 30 fahren. Wer weiß, was hier los ist. Ach, hier ist ein Kreisel. Ein Kreisel. Oh Gott, oh Gott. Sorry. Na, der wollte da abbiegen. Das ist okay, sage ich mal. So, aus dem Kreisel rausblinken haben wir übrigens vorhin vergessen. Oder habe ich fast einen. Wieso ist er jetzt angehalten? Was soll denn das? So, weil ich hier über einen Bordstein dödele oder was? Naja, jetzt soll er aber mal nicht übertreiben. Was so ein kleiner Bordstein ist, ne? Ist hier immer noch. Oh, noch ein Kreisel. Wo fahren wir denn hier eigentlich durch gerade? So, was ist mit dir? Willst du hier abbiegen oder was? Oh nein, will er nicht. Aber der oder wie? So, geht ab nun. So, wir müssen... Hier mal schön... Was ist das denn? Was soll das denn, mein Freund? Wir müssen hier raus. Hä? Wo bin ich denn nur dran hängen geblieben? Was soll denn das? Kann mir jemand sagen, wo ich dran hängen geblieben bin? Ich sehe hier nicht. Aber gar nichts sehe ich. Hä? Was ist denn das? Ja, nun lass mich doch erstmal da, du Assi, hinten rum. Wieso ist denn der jetzt... Ich habe echt nichts gemacht. Der ist, aus irgendeinem Grund hat sich das Ding einfach mal quergestellt. Ich muss mir das, glaube ich, nochmal selber in meinem Video angucken, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas sehen werde. Na egal, wir fahren jetzt erstmal hier zur Fähre. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Ach ja, nach Lüttich. Nach Liège, meine ich. So. Ab geht's. Ich habe nicht das den Spruch mit Peter gemacht, ja? Hier muss irgendwo... War die Fähre auch hier, in der angekommen sind? Oder sind wir jetzt gerade völlig woanders hingefahren?
Ich weiß es nicht, ich habe darauf vertraut, dass das Navi möglichst den richtigen Weg zeigt. So, wir müssen hier rauf. Plop, 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 plop. Bing, drücken Sie Eingabe. So. Wir wollen mal, also ich glaube, letztes Mal sind wir auch hier angekommen, genau. In Amsterdam, Rotterdam können wir nicht. Also wir müssen hier rüber, es geht gar nicht an. Nee, ich kann nur Tyn nach Ilmuin. Gedöns. Wird natürlich hin. Hup. Hup, hup, sag ich da. Hup, hup. Möp, möp. Hören wir auch. Oh. Hup. So, und weiter geht es. Wir wollen hier nicht weiter mit der Fähre fahren. Wir müssen nur eben den Ausgang finden. Der ist wohl irgendwo da hinten. Ach, hier. Da geht's raus, so wie es aussieht. Wir fahren einfach mal hier die große Strecke lang, würde ich sagen. Und dann raus aus dem Hafengebiet hier. Oh, Stoppschild überfahren gerade. Macht nichts, ne? Machen wir eine echt auch immer. Und ab geht's hier. So, wir müssen jetzt drauf achten. Wir sind wieder in rechtsfahrenden Gefilden auf diesem Planeten. Auf das, ups, sorry, ich musste gerade mal was richten hier bei mir. Auf das wir jetzt aufpassen, wie viel wir fahren, denn das ist natürlich mit dem LKW recht schwierig. Denn er zeigt mir jetzt Meilen an und jetzt muss ich auf Kilometer umswitchen. Das ist kompliziert, kompliziert. Können wir diese Pylonen mitnehmen? Ich muss das mal ausprobieren. Was macht der da? Ne? Hi, wie geht's dir? Hup, hup. Falsche Taste gedrückt, ich wollte hupen. Hat nicht ganz geklappt. Na gut, wir müssen noch 4 Stunden fahren, sind aber mit der Folge hier gleich durch, machen also in der nächsten Folge weiter, macht aber glaube ich nichts, wir fahren Richtung Amsterdam. 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 Boah, ist das eine sehr kurze Auffahrtsspur. Die haben wir uns mal galant für uns geholt. Ja, hier können wir jetzt 80 fahren, das sind wahrscheinlich ungefähr, weiß ich nicht. Ich sehe dummerweise den... Steht da? Nee. Es steht einfach nicht da. Müssen wir halt drauf vertrauen. Wir müssen geradeaus weiter. Wir müssen nicht nach Brüssel, nach Bruxelles. Sondern wir fahren weiter Richtung Amsterdam. So, wir müssen hier schon mal die Spur kurz blockieren hinter uns, denn wir müssen hier eh rüber. Oh, der macht da ein bisschen... Was macht der da? Ne? Ältere Person am Steuer. Der, oh, da bin ich aber ziemlich nah an die Leitplanke gerade. Schutzplanke gekommen da hinter mir. Da muss ich aber das nächste Mal aufpassen. Wir wollen ja hier an dem guten Stück hinten nichts kaputt machen. Wir wollen ja die 6.000 Euro für uns behalten. Ganz alleine. Für, Ah, Gott sei Dank, das hat geklappt. Müssen die hier immer eine Vollbremsung machen? Warum tun die das? Ich meine, ich muss sagen, die Auffahrtsspuren sind auch recht kurz gehalten. Muss man jetzt ernsthaft mal sagen. So, ich kann aufhören zu blinken. Also, weiter geht's. Ich glaube, ich habe eine Rückkopplung irgendwo. Guck mal hier. Ich muss ruhig sein, ganz kurz. Oh. Ich weiß es nicht. Kann auch das Auto sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie schnell fahre ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Bestimmt zu schnell. Wo müssen wir lang? Geradeaus weiter. Kein Problem. Noch sind wir hier, glaube ich, richtig. Das Schild habe ich gerade nicht gesehen, was da drauf stand. Jetzt weiß ich, was da drauf stand. Aber wieso? Ich fahre doch. Ich habe keine Ahnung. Ich kann die Geschwindigkeit da überhaupt nicht erkennen. Könnt ihr die erkennen irgendwo? Kann man die einstellen? Ach, da oben steht's. Ich bin so blöd. Das steht ja da oben links im Navi. Das, oh Gott. Manchmal bin ich so hirnrissig. Okay. Das hat wieder viel Geld gekostet. Naja, was soll's. Wir können es nicht ändern. Jetzt können wir aber 80 fahren. Oh, jetzt fahren wir einen zu schnell.
Das mag aber funktionieren. Wir machen mal ein Tempomat an und wollen jetzt mal hier ganz locker weg über die Autobahn cruisen nach... oh, wie ich sehe gerade. Wir sind auch schon durch. Wir hätten hier am Rasthof reinfahren sollen. Huch. Das heißt, ich würde sagen, wir müssen jetzt mal... hier kommt jetzt erstmal nichts, oder? Wir können ja mal... einfach hier auf der Autobahn einen Break machen. In diesem Sinne, ich sage, wir sehen uns morgen wieder bei Euro Truck Simulator 2. Ja. Lasst Kuchen da, lasst Kommentare da und vielen Dank fürs Zusehen. In diesem Sinne, tschüss.